Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, wir müssen erstmal wieder zurück zur Basis. Burke, der hat uns ja jetzt einige neue Standorte gegeben, wo mir auch direkt einfällt, ich würde tatsächlich gerne mal... Haben wir es eigentlich morgens oder abends? Nicht, dass ich hier gleich Probleme kriege. Ich würde tatsächlich gerne mal an dem Teich gucken, ob da Schilf ist. Da hinten sieht aus wie Schilf. Ja, ist Schilf. Den würde ich tatsächlich gerne mal untersuchen und gucken, was wir eigentlich ja, bautechnisch drauf haben, wenn wir uns den Teich genauer angeguckt haben. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Grünzeug, aber mein Inventar ist noch voll. Ah, dann müssen wir sowieso erstmal zurück zu unserem wunderschönen Zuhause. Aber mich würde halt mal interessieren, hier sind ja auch Pflanzen drin. Wir haben Pflanzen, Rosenblätter, die Blüten, Schilf. Also wir müssten ja eigentlich noch einiges herstellen können und erforschen können, was uns wieder richtig coole neue Möglichkeiten geben wird. Und das würde ich ganz gerne mal machen. Aber wenn es jetzt dunkel werden sollte, ich habe jetzt echt vergessen, ob es jetzt morgens oder abends ist. Oh, es ist abends. 7:15. Na gut. Dann gehen wir erstmal zur Basis zurück. Gucken mal, was wir da noch so reißen können. Denk mal, jetzt so die Welt rumreißen mit dem, was wir haben. Ah, schwierig. Aber vielleicht können wir noch das ein oder andere bauen, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Und was wir natürlich noch mitnehmen können. Au. Da hinten sind noch ein paar Spinneier. Ah, mein Essen rollt weg. Nur so weit ist das nicht. Hier war doch gerade eine Spinne, oder? Oh. Hier sind auf jeden Fall extrem viele Spinnweben. Und ich bin auch der Meinung, dass ich eben eine Spinne gehört habe. Und wenn man eine Sache in Grounded wirklich schnell lernt, dann ist das herauszuhören, ob irgendwo eine Spinne ist. Wie viel Leben hast du? Oh, zu viel. Tut mir leid. War keine Absicht. Oh, der ist ein bisschen sass auf uns. Oh, hier, Spinnen. Ah, jetzt kriegen wir auch noch Durst und Hunger. Das ist aber sehr unpraktisch. Wir haben nämlich weder Trinken mit, da liegt ein Trinkpäckchen. Wir können ja mal gucken, ob da ein Safttropfen ist. Aber ansonsten hätten wir jetzt weder Trinken noch Nahrung. Oder haben wir was, was wir... Oh ja. Können ein paar Pilze snacken. Das Rüsselkäferfleisch haben wir leider nicht trocken. gekocht, meine ich. Das heißt, das bleibt schon mal auf der Strecke. Da können wir auch noch was von snacken. So, das sollte erstmal reichen. Ja, fast voll. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier noch irgendwie trinken. Das ist ja schade. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir hier vielleicht noch einen Safttropfen haben, aber dem ist leider nicht so. Aber hier hinten ist noch ein Tropfen. Das... Ein Sodatropfen. Ah, der ist nach hier hinten gerollt. Hilft uns aber auch nur temporär, weil die Sodatropfen unseren Durstgehalt natürlich nicht richtig aufpüllen. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Zucker. Aber er macht uns satt. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir unterwegs noch einen Tautropfen entdecken sollten, dann können wir den ja mitnehmen. Und unsere Trinkflasche wieder ein bisschen auffüllen. Müssen wir erstmal schauen, dass wir hier sicher nach Hause kommen.
Das hat sich aber nicht gesund angehört. Ich meine, die Rüsselkäfer hören sich sowieso nicht so gesund an, aber das war schon so ein bisschen, als hätte der leichte Probleme. Trinken in der Hand nehmen. Ah, ich bin nicht hoch genug gekommen. Oh! Na, schau mal einer an. Kommen wir da ran? Jetzt aber. Oh. Jetzt aber ihn. Ah. Okay, und wie komme ich an dich ran? Ich könnte dich runterschlagen, aber wer weiß, wo du hinrollst. Okay, mit Anlauf. Nein! Ah, das war so knapp. Gut, den haben wir jetzt auch dabei. Trinken ist wieder voll. Mehr geht leider nicht. Bin mal gespannt, ob unser Tautropfen, der hat ja das letzte Mal, also als wir abgehauen sind, der Tausammler, da hat er ja nicht wirklich was gesammelt gehabt. Ah, kleinen Moment, wir haben hier ein dezentes Milbenproblem. Okay, die ist, oh, ist nicht abgelenkt. Ich dachte, die wäre weg. Oh, Bombardierkäfer. Und noch mehr Milben. Ja, das letzte Mal, als wir abgehauen sind von unserer Basis, da haben wir den Tausammler ja auch erst gebaut. Ich hasse es im Dunkeln. Alles will mich töten. Forschungsstation, aber da bin ich ja nicht sicher, die Tür ist offen. Hm, das war lecker. So, jetzt aber. Als wir abgehauen sind, hat der Tausammler, den haben wir ja gerade erst gebaut gehabt, da hat der logischerweise noch nicht wirklich, also eigentlich hat er noch gar keinen Tau gehabt. Aber jetzt nach der Nacht dürfte er ja, eine kleine Ameise, dürfte er ja jetzt ein bisschen Tau an sich haben. Und da bin ich mal gespannt, wie das denn funktioniert genau. Ich habe hier im Dunkeln überhaupt keine Übersicht, wo ich hin muss. Ein kleiner Blick auf die Karte verrät uns. Wo bin ich denn hingelaufen? Ich will ja nach hier hinten. Nach da? Ach Gott, ich habe ja einen Wegpunkt. Guten Morgen. Oh. Das war knapp. Da hätten wir uns jetzt auch ganz schnell mal so ein Bein brechen können. Aber wir haben noch schnell genug reagiert. Im Dunkeln kann man nicht viel sehen hier, ne? Aber mit der Fackel kommen wir ein bisschen weiter. Ah. Das leuchtet doch ein. Jetzt wissen wir auch, wo wir sind. Ein bisschen noch was mitnehmen. Hatte ich nicht noch hier an der Basis ein bisschen Löwenzahn liegen? Sonst könnte ich auch hier einen abbauen. Nee, tatsächlich nicht. Das habe ich schon eingesammelt. Aber dann nehmen wir den einen hier noch weg. Den können wir dann mitschleppen. Für unsere nächsten Bauprojekte. Ist das natürlich herrlich. Oh Gott. Alter. Joe, du hast mich erschrocken. Den habe ich auch erst mitbekommen, als schon zu spät war, ne? Dass der gar nicht sauer wird. So, da schmeißt einer jetzt ein paar Baumstämme. Ja, Baumstämme. Aber da schmeißt einer so ein paar Sachen auf ihn drauf, ja? Balken in seinen Augen. Das juckt ihn nicht. Aber wenn ich ihn mit dem Speer ein bisschen kitzel, kriegt er nicht mal Schaden davon. Dann rastet der voll aus. Ein Stein? Ah, wir müssen ja sowieso mal neue Vorratskisten bauen. Da
Damit wir da mal ein bisschen System reinkriegen. Das ist auch so ein Ding, das würde ich gerne rechtzeitig anfangen. Okay, da ist schon mal die große Ameise. Hier ist das Blatt. Oh, bin ich ein bisschen nach links abgedriftet. Warum kann ich denn eigentlich meinen Wegpunkt jetzt gar nicht mehr sehen? Das ist ja skurril. Ah, kann ich auch nicht mehr aufheben. Gut, denn das haben wir ja alles verbaut. Aber wir haben hier sowieso noch ein bisschen. Können wir doch gleich wieder. Können wir doch gleich mal. Alter, das war so laut. Ich habe gedacht, er ist hier oben. So, was brauchen wir hier denn noch? Eicheln? Oh, da haben wir genug. Ich denke auch, dass das... Ah, ich kann hier echt ganz zum Schluss erst raufgehen. Dann brauchen wir noch mal ein bisschen Seil. Ups, was habe ich denn jetzt gedrückt? Seil. So. 5. 5 Stück haben wir. Kann ich noch mal eins herstellen? Das ist sicher. Oder da sind wir aber gut bedient hier mit den ganzen Pflanzenresten, die wir haben. Doch, ich glaube, wenn man hier so reinkommen würde und hier wäre vielleicht noch so ein Vorraum, dann kommt man hier in so eine Art riesige Halle, so ein großes offenes Wohnzimmer, hier ein Kamin in der Ecke. Doch, ich denke schon, dass das was hermacht. Vielleicht hier nochmal ein Fenster zusetzen oder umsetzen. Wenn hier nochmal so eine Wand reinkommen sollte, dann muss man alles sehen. Das kann man so einfach jetzt... Also pauschal kann ich das nicht sagen. Oh, das ist ja der Hammer. Das geht ja erstaunlich gut, aber nur 2 Tropfen dran. Da hätte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Dann gucke ich mal, dass ich hier noch ein bisschen was wegnehme. Und das sparen wir uns auf, wenn wir es brauchen. Gut, den Löwenzahn haben wir schon mal. Das war sehr wichtig. Damit wir überhaupt vorwärts kommen. Vielleicht schon mal so eine Lampe anbringen. Das wäre ja... Können wir schon... Ah, sind wir des Entscheidens mächtig, wo hier eine Lampe hinkommt? Man könnte ja, oh, ich weiß gar nicht, kann man einzelne Balken stellen? So, denn so mitten im Raum hier so ein Balken, 4 Seiten eine Lampe dran. Obwohl, das würde auch doof aussehen, ne? Oder Deckenlampen oder so. Ah, da weiß ich nicht. Wie könnte man das, entweder hier und hier eine Lampe oder eine mittig und dann hier drüben wieder eine? Aber dann, wenn wir hier eine setzen würden... Und da vielleicht würde hier und da ja ganz gut passen, ne? Die würde ich gegebenenfalls aus den Schleimpilzen machen, die ich in der Höhle gefunden habe. Muss ich mal schauen. Haus. Haben wir hier Lampen dabei? Höchstwahrscheinlich nicht. Nee. Unter Lampe finden wir nichts. Wieso finden wir eigentlich unter Fackel nichts? Okay, also es würde Fackel heißen, wenn ich das jetzt eintippe. Ah, Schleimpilzfackel. Ist aber keine Lampe in dem Sinne, ne? Was hätten wir denn für Möglichkeiten? Insektenbogen können wir auch noch machen. Der macht mehr Schaden als der Sprösslingsbogen. Und Stinkerpfeile. Die könnten wir auch machen. Ich hätte jetzt sogar genug dabei.
Dann haben wir einmal Stinkerpfeile. Ein Rüssel-Käferschild. Nimmt uns das Platz im Inventar weg? Gute Frage. Aber es reicht sowieso nicht. Wir haben nicht genug Fleisch und Madenhaut fehlt uns auch ein bisschen. Kieseldolch. Geschwindigkeit sehr schnell, Schaden sehr gering. Verglichen mit dem Speer allerdings ist gleich. Okay, der bringt uns nichts. Wir könnten halt so ein Spinnrad vielleicht noch machen, damit wir noch mehr Tausammler bauen können. Und eine Küche können wir uns auch machen. Die Kochkunst, das würde mich jetzt schon interessieren eigentlich. Wir müssen uns mal eine Küche abgrenzen. Hier haben wir es doch, Leuchte. Ah, nicht Lampe, Leuchte. Wir haben die Möglichkeit zwischen einer Leuchte, eine einfache Fackel für die einfache Wand, praktisch und effizient. So, die Schleimpilzleuchte, ein schick leuchtender Schleimpilz für die Wand. Sieht natürlich optisch, also wenn man das mit der, das sieht ja schon so ein bisschen eleganter aus, ne, mit dem Wölbung. Das sieht schon, ja. Und eine Pflanzenleuchte, die könnte man natürlich vor den Gebäuden stellen. Stuhl können wir auch bauen, Bock. Na, schade. Reicht nicht, dafür müssen wir noch ein paar Ameisen killen. Bärenstuhl. Eichegeländer. Oh, das sieht ja auch gut aus, ne? Also besser wie die beiden. Okay, was haben wir denn noch an Möglichkeiten? Was können wir denn noch machen? Wir können einen Spinnenfang durch. Macht mehr Schaden auf jeden Fall als der Kieseldolch. Und ist von der Geschwindigkeit sehr gut. Aber uns fehlen die Fangzähne, Seidenseil und Spinnengift. Wie bekomme ich denn Spinnengift? Gut, das bringt uns alles noch nicht weiter. Da müssen wir erst die Hütte ein bisschen weiter bauen. Vorher macht das keinen Sinn. Also es bringt ja nichts, wenn wir hier wenn wir Sachen herstellen, sage ich mal, oder herstellen wollen und planen und machen die ganzen Skizzen fertig, können aber nichts bauen, ne? Mann, oh Mann, habe ich viele Speere. Da hat einer ganz schön Krieg geführt hier, wa? Ich denke, ich kann doch hier nicht eine ganze Reihe nur mit Speeren machen, wann soll ich denn die verbrauchen? Kommt der da noch mit rein? Den Bogen. Wollen wir den Bogen? Die Stinkerpfeile kommen auch erstmal hier mit rein. Das kommt hier raus. Von den normalen Pfeilen. Oh, ich habe nur noch 4 Pfeile. Das sind nicht wirklich viel, ne? Gut, ich packe die erstmal hier mit runter. Dann nehmen wir den noch raus. Aber wir können ja noch Pfeile machen. Sollten wir auch. Sicher ist. So, das kommt erstmal hier noch mit rein. Das Rüstung. Kriegt aber später auch eine eigene Kiste. Dann können wir nochmal an den Grill gehen. Und die beiden, bevor sie ablaufen, einmal schön durchgaren. So, hier haben wir noch Stein. Den darüber, dann haben wir auf 9 gestackt und jetzt fehlt nur noch ein Stein, dann ist der Stapel voll. Gut, Klee haben wir nicht weiter, Ton haben wir auch nicht. Und in der Kiste, wir haben hier nochmal die Tropfen, die können wir da erstmal mit reinschmeißen. Ich habe tatsächlich so gut wie gar keine Pflanzenfaser mehr.
Da müsste man vielleicht nochmal Nachschub holen. So, der ist auch voll. Bärenbrocken. Packen wir da auch erstmal rein. Der kann ja nicht ablaufen. Essen kann ich den, glaube ich, aber auch nicht, ne? Ja, jetzt haben wir noch die Eicheln. Die kommen dahin. Das ist Rüstung. Das kommt mit in der anderen Kiste. Ich hatte doch... Hatte ich nicht noch so eine Schokoladenriegel? Habe ich die aufgegessen? Guck mal, hier können wir auch noch was stacken. Das kommt mit in die Waffenkiste. Da machen wir gleich Pfeile draus. Und dann können wir die Schokolade hier eigentlich erstmal noch mit reinpacken. Nee, falsche Kiste. Richtige Kiste. So, die stacken wir hier noch mit drauf. Das ist Rüstung. Gibt es noch größere Vorratskisten? Weil ich habe ja letztendlich hier noch so viel Platz über, ne, den ich nicht nutzen kann. Ist genau wie hier. Ah. Wenn ich den trage, kann ich doch mehr tragen, ne? Glaube ich, stand ja dabei. Das heißt, wenn ich den als Rüstung anziehe, den... Das machen wir. Wo sind wir denn? Hier. Dann muss die Eiche Brustplatte runter. Dann kommt der da drauf, ne? Jetzt haben wir 5% mehr Widerstand, aber Schleppkapazität hat sich erhöht. Bin ich mal gespannt, wie viel wir tragen können. Gut. Kann ich die denn eigentlich auch betiteln? Wiederverwerten, schnell einlagern, öffnen, kopieren, schade. Doch. Können wir machen. Sehr schön, machen wir später. Wenn wir genug Kisten haben, dann können wir die auch benennen. So, der kommt dahin, dann kommt der darüber. Und... Der Speere haben wir eine ganze Reihe. Wir machen die hier, bis die kaputt sind und dann nehmen wir den da. So. Da haben wir jetzt 3 Tautropfen. Das ist doch schon vernünftig. Das ist, so habe ich mir das vorgestellt. An den komme ich von hier aus gesehen nicht ran. Hier vorne haben wir leider keinen. Hier ist nämlich auch manchmal einer dran. Ne? Deswegen die Plattform. Oh mein Gott, der springt ja hoch. Was will die denn hier? Das ist doch gar nicht ihr Revier. Die ist ja mega aggressiv. Ich war ja nur in der Nähe und die hat sofort versucht, über den Stein hier hochzuspringen. Hier kommt ein Zaun. Um den gesamten Stein. Unten am Boden. Und dann kommt auf den Zaun ein Zaun, wo ein Zaun drauf kommt mit einem Zaun und einem Zaun drauf. Das ist ja lebensgefährlich. Okay, da komme ich nicht ran. Ich mag jetzt auch nicht runterfallen. Ich weiß nicht, bis wo die mich sehen könnte. Gönnen wir uns lieber davon noch was? Cool. Also, wir können jetzt mehr schleppen. Und wir könnten noch was abbauen. Hier ist nämlich Löwenzahn nachgewachsen. 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Alter, man muss da so oft draufhauen, ne? Ja, gut. Wir können 6, ne? 6 besser wie 5. Definitiv. Spart uns auf jeden Fall Wegzeit. Dann haben wir das erstmal fertig, was wir bisher geplant haben. Und dann würde ich den auch noch abholzen, weil der gleich um die Ecke ist, damit der Zeit hat zum Nachwachsen. Man bräuchte auch eine bessere Axt, ne?
Ah, das ist so unpraktisch. Okay, hier ist schon eine tote Ameise. Das Problem ist, dass hier immer wieder eine Spinne langkreucht. Okay. Aber der konnten wir ja aus dem Weg gehen. Ich habe auch schon überlegt, wenn ich eine Spinne töten würde, dann würde die ja respawnen, ne? Irgendwann. Wenn ich die aber gar nicht töte, sondern einfach hier immer so peu à peu einen Zaun um die drum ziehe und die quasi da einsperre, ne? Würde die denn da despawnen irgendwann woanders wieder auftauchen? Oder kann ich tatsächlich so eine Spinne einfach einbauen? Damit ich quasi sicher bin, dass die mir nichts mehr tun kann. Das wäre halt eine wirklich interessante Frage. Dann würde ich nämlich alle Spinnen erstmal einbauen. Und dann würde ich da so einen kleinen, vielleicht mit einem Fenster, so dass wir reinschießen können, wenn wir mal irgendwas von der Spinne brauchen. Okay. Ich würde jetzt vielleicht gar nicht durchgehend das Klee abbauen, sondern mich erstmal fokussieren auf Rasen und Stelzen, damit wir hier Fundament und Boden machen können. Und vielleicht auf der Seite könnte man ja ein Lager machen, dass man sagen würde, wir packen hier unten eine Reihe voll Kisten. Und dann kommt hier eine Reihe mit Boden. Eine Reihe Kisten, Reihe Boden, Reihe Kisten. Dann können wir auch halb hohe Wände setzen, damit wir mehr Fächer machen können, wenn das dann passt mit der Kiste. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Und dann könnten wir hier so einen kleinen abgetrennten Bereich als Lager machen. Den können wir ja später hier mit einbauen, dass es aussieht, als wenn es ein Teil Haus wäre. Aber grundsätzlich haben wir dann ein Stück Lager. Gut, das haben wir erstmal eingesteckt. Wäre halt so eine Überlegung wert, ne? Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir hier ein Grundgerüst bauen. Gut, der Löwenzahn kann nachwachsen. Da haben wir jetzt noch einen. Da sind zwei Spinnen. Das ist doch der Bombardierkäfer, oder? Okay, die eine ist weitergezogen, die kommt wohl nicht zurück. Dann hoffe ich mal, dass der Stamm nicht darüber fliegt. Und ihr da? Sieht nicht gut aus. Jo. Oh. Ah, nicht der schon wieder. Das ist kein Bombardierkäfer. Das ist eine Wanze. Also sieht aus wie eine Wanze. Ah nein, jetzt ist die Spinne wach. Oh, ja, richtig einknallern lassen. Das ist ja wie ich direkt nach dem Bohneneintopf. Ja gut, in der Masse würde ich sagen schon, das sind zwei Bohneneintöpfe. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Jetzt ist alles zu den Spinnen gefallen. Na gut, das muss ich später holen. Da kann ich jetzt, also es wäre unklug, da jetzt hinzugehen. Hier sind noch ganz viele Maden, ne? Jetzt kann ich aber meine Schaufel nicht nehmen. Hände voll. Sonst hätte ich gesagt, die holen wir uns auch noch, weil die Madenhaut kann man echt für vieles gebrauchen, also mehr als ich gedacht hätte. So, wo wollen wir denn erstmal? Ja, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir erstmal den Teich ein bisschen erkunden?
erstmal vielleicht ein bisschen Baumaterial sammeln oder sammeln wir das Baumaterial immer, wenn wir zurückkommen, dass wir sagen, wir nehmen ein bisschen was mit. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ich möchte jetzt auch nicht hier jedes Mal mit so ein bisschen ein, zwei Fundamente machen und hab dann wieder nichts. Ich würde gern erstmal mit euch hier ein bisschen die Paletten vollsammeln wieder, dass wir auch ein bisschen was stellen können. Was wir aber nochmal gucken könnten, ich möchte gerne, was ist das? Pusteblumenschirm. Ach so. Ich möchte gerne Waffen, gut, werden wir im Laufe des Spiels wahrscheinlich eh noch bessere kriegen. Ich hätte aber gerne eine stärkere Axt, damit ich nicht so oft zuschlagen muss. Ich brauche zweimal spröder Schleifstein. Wie bekomme ich denn spröden Schleifstein? Kann ich den nur finden oder können wir den auch herbauen? Oh, Spröder ist nicht mit dabei. Gut, wir können ihn selbst nicht bauen. Oder kann ich hier einen Stein reinlegen? Und den schleifen wir. Steine sind ja nicht das Problem. So, jetzt haben wir hier einen. Kann ich aus einem Stein einen Schleifstein machen? Nein. Kann ich nicht. Gut, dann müssen wir uns mit dem 0815 Aldi-Werkzeug hier noch begnügen. Wobei Aldi hat teilweise auch echt gute Werkzeuge, muss man sagen. Aber es klingt halt gut, ne? Den 0815 Aldi-Werkzeug. Okay, dann würde ich sagen, als nächstes untersuchen wir den Teich. Und auf dem Rückweg nehmen wir wieder was mit. Tastes good. Oh, unser eigenes gezüchtet, gesammeltes Wasser. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.